Nordkurier Kultur. Zum Friedrich Jahr beantworten wir die wichtigsten Fragen zum großen Preußenkönig. Friedrich der Große wurde bereits zu Lebzeiten zum Mythos. Autor Frank Pergande, der in Mecklenburg-Strelitz lebt, lässt die wechselvolle Geschichte des Preußenkönigs und die Hintergründe auf originelle Art wieder aufleben. Mit Antworten auf die 50 wichtigsten Fragen, erschienen beim Bucher Verlag in München. Wir stellen in einer Reihe Passagen aus dem Buch vor. Was wollten die Hohenzollern in Brandenburg? Die Hohenzollern stammen aus Schwaben. Nach der Kolonisierung des Slawengebiets östlich der Elbe kamen sie nach Brandenburg. Das Haus Hohenzollern wurde 1061 zum ersten Mal erwähnt. Es gehörte neben den Habsburgern zu den mächtigsten und einflussreichsten deutschen Fürstengeschlechtern. Von 1415 an regierten Hohenzollern als Markgrafen von Brandenburg. Das Land, das sie übernahmen, war zwar arm und verwahrlost, aber die Herrschaft war mit der Kurwürde verbunden. Die Kurfürsten durften den König wählen und gehörten überhaupt zum, wie es Historiker Eberhard Straub ausdrückt, exklusivsten Kreis der Reichsaristokratie. Die Hohenzollern dehnten fortan ihr Machtgebiet immer weiter aus. Die Neumark östlich der Oder etwa kam 1455 dazu, erworben vom deutschen Ordensstaat, der zu dieser Zeit schon völlig überschuldet war. Hinterpommern kam hinzu, später auch Vorpommern und schließlich Preußen. Und Preußen sollte der Ruhm der Hohenzollern werden. Die Mark Brandenburg, das Herzstück ihres Herrschaftsraums. Der Berliner Dom, ihr zentraler Begräbnisort. Von 1701 an stellten sie die preußischen Könige. Von 1871 an die deutschen Kaiser. Gleich wie ein Fluss erst wertvoll werde, wenn er schiffbar sei, so gewinne die brandenburgische Geschichte erst gegen Anfang des 17. Jahrhunderts tiefere Bedeutung, schrieb Friedrich II. In seinen Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Hauses Brandenburg.